Herzlich willkommen YouTube, mein Name ist TripleXXX198 und ich heiße euch herzlich willkommen zu Cities Skylines. Ja, ich habe mir seit Tagen mal überlegt, machst du jetzt mal doch ein Video zum Spiel oder nicht? Viele kennen es ja schon, aber ihr wisst ja, ich komme immer ein bisschen danach damit an. Ja, ich dachte mir jetzt, ich mach's doch mal. So, ich zeige euch mal hier die Mods. Wir haben Karten, die ganz normalen, also ich habe jetzt nicht wirklich eine neue dramatische eingefügt. Ich dachte, das reicht jetzt erstmal. Gespeicherte Spiele fangen wir nicht an, wir fangen neu an. Ich habe hier das rote Rathaus, eine neue Kreuzung, Autobahn, Abfahrt, wie man es nennen möchte. Hier habe ich kleine Abfahrt. Dann haben wir den Burj Khalifa aus Dubai, den Berlin TV Tower, also den Berliner Fernsehturm, das Stadion von Feyenoord, eine Unterführung mit oben einer Kreuzung, was auch nicht sehr, nicht schlecht ist, Entschuldigung. Haben wir noch einen Volkswagen-Transporter. Ich weiß nicht, ob ich den schon im Spiel gesehen habe. Ich bin eigentlich der Meinung, nein. Aber naja. Roundabout, das heißt, hier haben wir einen Kreis und dann können wir das in den Kreis sozusagen damit reinbauen. Hier haben wir eine größere Kreuzung, beziehungsweise ja, Autobahnkreuz. Die ist, muss ich euch ehrlich sagen, echt geil. Die funktioniert echt gut. Und dann haben wir ein paar Flugzeuge noch eingefügt. Hier nochmal eine Abfahrt. Die ist ein bisschen, naja, gewöhnungsbedürftiger, sag ich mal. Noch ein Zug. Ein großes ultimatives Mülldepot, aber sind nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann haben wir noch Ulmer Dom, dann Recyclinghof, hier mit dem Flyover, das heißt ein Kreise mit großer Überführung, was auch sehr schlecht ist, nicht schlecht ist. Mann, was habe ich denn heute? Hier haben wir noch eine Auffahrt und ein Bypass Passenger Station, das heißt eine Zugstation, ne? Ja, Mods, halt haben wir noch einen Tsunami-Desaster-Mod. Der ist lustig, aber naja, manchmal kann man damit schon Scheiße machen. Dann unendlich Geld haben wir und wo habe ich es denn jetzt? Ich bin der Meinung, Expensive Areas Mod, das ist, ist hier. Den hier habe ich drin, der macht für mich das Spiel wirklich geil, dass du wirklich alle Flächen kaufen kannst. Und naja, wir fangen mal an. Jetzt zu spielen. Wasser. Wir wollen ja gucken, wo wir auch was haben. Geeignetes Baugebiet. Wir wollen ja gut was bauen können. Hier 74% Linksverkehr. Wenn ich das anfange, dann können wir ja gleich aufhören zu spielen. Linksverkehr, ey. Mann. Boah, schon gerne was hier mit viel. Ich bin der Meinung, wenn wir mal. Wo ist denn hier? Großer Fluss. Naja, danach. Na okay, es fließt zum Glück alles in eine Richtung. Ja, müssen wir gucken, wo wir dann Kläranlagen bauen, entweder mehr zum Ende hin. Zumindest ist es ja klar, dass sie in Flussrichtung hinter den Wasserpumpen kommen, weil wir wollen ja keine Scheiße mehr reinsaugen, ne? Keine Ölrohstoffe, Erzrohstoffe haben wir, Agrarrohstoffe und Waldrohstoffe. Das hört sich gut an. Europäisch. Wir haben ausgehende Verbindungen. Also alles tutti frutti. Was haben wir hier? Autobahn. Sah ein bisschen komisch gerade aus. Wasser, Überfluss am Wasser. Naja, nicht viel, aber. Naja, ich bin der Meinung, so viel brauchen wir nicht. Kriegen wir schon irgendwie hin. Starten wir mal, ne? Ja, City Skylines, das Spiel habe ich schon länger. Ich habe mir zwischendurch ein paar Videos angeguckt, aber bei mir ist das immer das Problem. Ich gucke mir Videos an zu irgendwelchen Spielen. Und ich will mir eigentlich sagen, oder sag mir eigentlich so, nein, ich kaufe mir das nicht. Und dann gucke ich doch ein paar Minuten weiter und denke mir so, scheiße, das willst du doch haben. Und bei dem Spiel, ich habe mir jetzt echt ein paar Folgen angeguckt. Ich weiß nicht mehr genau von wem, zumindest hat er es echt gut vorgestellt. Und ich muss ehrlich sagen, hört sich jetzt so dumm, wie es sich auch anhört. Das Spiel hat mich nur überzeugt, wegen den Wasserleitungen und Strombesten, sag ich mal. Weil das finde ich so geil. Das finde ich sowas von geil. So, hier fangen wir an. Ich bin der Meinung, wir kaufen. Können wir noch gar nichts kaufen? Irgendwas. Das ist doch komisch gerade. Naja,
Machen wir es erstmal. Ich kann keine Autobahn bauen. Kann ich das bauen? Hä? Okay. Ja. Verarschen? Das hatte ich ja mal noch nie. Gleich das bauen, was ich wollte, aber naja, okay. Fangen wir mal an. Wir machen einfach mal sechsspurige Bahn. Nützt ja nichts. Machen wir eine kleine Kurve hier rein. Hier bauen wir die Brücke rüber. Und das gleiche bauen wir von drüben hier auch rüber. So, ich muss euch ehrlich sagen, ich finde es schöner, wenn es hier, sag ich mal, so symmetrisch ist. Sonst finde ich das immer so scheiße. Ich kann das, also ich sage, ich kann es nicht haben, wenn das hier so ungenau ist. Genauso wie das hier, das kackt mich jetzt hier schon an, ey. So, ich will aber das, wie gesagt, mit Einspurverkehr, weil... logisch. Die sollen ja nicht nebeneinander fahren. Also logisch. Ja. Logisch. Ich komme ja schon vorher. Das ist jetzt logisch. Ah. Mann. Ach, Quatsch nicht. Nein, was mache ich da? Das ist ja Käse. Nein. Gucken, ob das klappt. Nö. Wie funktioniert das gar nicht, sage ich euch, weil es hier zu breit ist. Das ist echt. Ey, das ist. Ey, das ist nicht deren Ernst. Verarschen? Bau doch jetzt hier nicht so. Ey. Ne, wartet mal. Ohne Witz, das ist gerade echt großer Scheiß. Wir machen das erstmal ein bisschen. So. Entfernung zu gering. Hä? So. Das ist echt von dem Spiel gerade. Der Ernst hatte ich echt noch nie, Leute. Ich weiß nicht, was das ist. So, müssen wir es jetzt mal so bauen. Ah, nützt ja nichts. Und erstmal eine Einwohnerzahl hier holen. Ich habe doch nicht so lange gespielt, dass ich nicht mehr das weiß hier. Oder haben die das irgendwie verändert? Wenn sie verändert haben, dann weiß ich das jetzt gerade gar nicht. Also ihr müsst mir sonst mal jetzt weiterhelfen. Wenn ihr das Video seht, könnt ihr mir mal in den Kommentaren schreiben, was das hier für eine Scheiße ist. So, das Wasser fließt so. Kaufen wir das hier. So. Richtig mal ey. Mach ich jetzt mal mit einer Windturbine, baue ich das erstmal. Das bauen wir später weg, wenn wir hier mehr haben, weil das finde ich ja wirklich gerade mehr als bescheiden. Ich sage nicht, was ich überlege gerade echt, was ich sonst anders hatte. Als jetzt. Abwasser.
Müssen wir diese Scheiße hier erstmal immer diese Chemokloaken-Kacke hier, hey. Mag ich ja gar nicht. Das finde ich ja echt gerade wirklich scheiße. Tut mir echt leid, Leute. Wo jetzt hier das Problem gegenüber den anderen Malen ist. Ja, jetzt überlege ich, bauen wir jetzt erstmal jetzt so weiter, weil das reiße ich dann hier wieder ab, weil die Straßen will ich ja hier schon, wenn schon, denn schon richtig haben. Aber das hatte ich hier alles. Bevölkerung von 4600. Wartet mal, da muss ich mir erstmal kurz was angucken, das kann doch nicht sein. Stromausfall, wieso, was haben wir denn? Strom ist genug, Wasser auch, gut. Erstmal hier weg. Machen wir das erstmal so. Wie gesagt, solange wir das erstmal hier noch haben, weil... Ach, das ist ja sehr intelligent von mir gemacht. So. So. Ah. Witzig. Ich überlege, Leute. Wenn wir später alles nach hinten ausbauen, das ist sozusagen der Übergang zwischen der einen und der anderen Seite. Ich überlege hier, ob ich nicht wirklich, ob wir nicht hier wirklich das Gewerbegebiet, also Industriegebiet alles bauen wollen, mit den ganzen Windkrafträdern, hier Wasser. Ich weiß nicht, ob sich das so gut verträgt, wenn dann hier, sag ich mal, die Kacke hier durchfließt. So habe ich mir das erstmal überlegt, aber ja, wir brauchen erstmal hier richtigen Straßen, ey. Einfach erstmal. Wir improvisieren. Natürlich sieht das jetzt hier nicht schön aus, was ich erstmal mache, aber ich sage ja, es wird jetzt erstmal so sein, bis wir hier die Meilensteine jetzt hier langsam fertig haben. Deswegen lasse ich auch das Spiel jetzt mal hier auf schnell durchlaufen, weil es ist richtig kacke. Es tut mir auch wirklich leid. Aber jeder muss mal, wir müssen ja jeder mal so anfangen, ne? Ich sag aber, irgendwie hätte ich anders angefangen, deswegen wundert es mich jetzt. Aber egal, Omat. So. So, in der Zeit gucke ich mal kurz was. Ich bin dabei, ich hätte auch nie was eingegeben. Sollte man auch können. Weg damit. Nö, also eingegeben habe ich anscheinend nichts. Das ist jetzt nämlich sehr komisch dann. Gucken wir mal. Okay. Jawohl. Steuern, Darlehen, Müll, bla bla. Garbage Ultima, ja, ja, super. Tolle Wurst. 343. Also ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich sonst gemacht habe. Ich habe angefangen zu bauen, habe mir eine Stadt hier gleich gebaut, hier. Da wohnen gegen und ich hatte gleich Autobahn. Soll jetzt nicht sein, weil ich jetzt länger nicht gespielt habe, dass ich jetzt nicht mehr weiß, was ich gemacht habe. Eine hin und da einfach eine hin. Müll. Ja, das ist jetzt ja der Scheiß. Endlich will ich das ja hier richtig bauen, aber egal. Es wird sowieso ja hier verseuchtes Gebiet. Bauen wir das da mal gegenüber. So. Die kommen darüber, aber hier kommt nichts rüber. Ach doch, da hinten. Ja, das ist gut.
erstmal so. Dinoöl. Super. Ich hab grad irgendwie Bock, so Sheet Engineer, so 4000 zu schreiben, weil. Ist mir hier voll, weil das Geld, sag mal, wir geben ja hier nichts aus, wir haben ja Unlimited durch den Mod von Anfang an. Steuern, jetzt dürfen wir mal alle auf 1%, dass sie sehr happy sind. Klar, wir machen gleich 8000 Miese schon für 500 Einwohner, aber naja. Was ist denn los hier, ey? Guckt euch das mal an. Das ist doch hier unnormal, so wie das Wasser hier fließt. Aber eigentlich habe ich gerade nur Lust. Da hinten seht ihr vielleicht so einen kleinen Tsunami. Tsunami nicht, wir lassen mal ein paar Wellen schlagen. Da seht ihr, ein paar Wellen kommen jetzt hier hoch. Ah, ich habe schon mal übertrieben, ich habe so mal, keine Ahnung, nur 100 Meter oder noch viel höhere Welle mal gemacht. Aber damit ihr das auch hier mal seht, jetzt fließt das Wasser hier rüber. Ich hoffe, dass es mal wieder zurückfließt. Wenn nicht, okay, hier wird der Fall sein. Scheiße. Müssen wir gleich hier Pumpen hinbauen, dass sie das wegpumpen. Okay, das fließt hoffentlich hier rüber. Das sieht cool aus. Aber trotzdem finde ich, das fließt sehr schnell. Auch bevor ich das hier schon vorgespult habe. Yeah, neue Errungenschaft. Haben wir jetzt neue Straßen? Nein. Was war es jetzt bei 2000? Kriegen wir jetzt die Autobahn? 4600, 2000. Oh nein. Von da kommen jetzt keine Einwohner. Das ist doch Käse, Leute. Das ist Käse. Nützt ja nichts, müssen wir es jetzt so bauen. Echt. Es tut mir echt leid, wie ich das jetzt hier gerade baue, aber so, dass erstmal hier zwischen zwei Städten hin und her gefahren, also zwischen zwei Seiten hin und her gefahren werden können, dass auch mehr Leute da kommen. Das ist erstmal so das erste Richtige, sag ich mal. Ja. Das lasse ich dann erstmal so für die erste Folge. Bei der zweiten Folge werden wir dann hier das Wasser mal wegmachen. Ich hoffe, dass wir auch dann in der zweiten Folge endlich die Autobahn machen können, weil das ist hier kein, das kann nicht der Zustand hier bleiben, weil das regt mich ja selber auf. Das ist nicht sehr schön alles. Das ist überhaupt nicht schön. Na gut, wir sehen uns wie gesagt in der zweiten Folge und das hier, das ist ätzend. Ätzend. Gut, cheerio, bis zur zweiten Folge, wenn es wieder heißt Cities Skylines.